Episode 14. Stammbaum. Willkommen zurück zu Crash of the Titans. Ich habe gerade nicht schon eine Aufnahme angefangen wie abgebrochen. Nein. Willkommen zurück zu Crash of the Titans. Seit der letzten Aufnahme, seit der letzten Woche, habe ich mich darum gekümmert, die ganzen Goldpokale nachzuholen. Dabei habe ich natürlich auch einige Level-Ups gemacht, einige Kostüme freigeschaltet, wie schon dieses Matcha-Kostüm. Und ich denke mal, auf die Kostüme können wir gleich noch was zu sprechen. Und halt auch ein paar neue Fähigkeiten natürlich auch bekommen, so Drehzahl und so weiter wurde geupgradet und sowas. Und vor allem habe ich zwei Fähigkeiten, die mir jetzt gerade einfallen, bekommen. Einmal hier, dass halt mit der Kreistaste hier halt aufhören kann. Das ist gut tatsächlich, dass halt mit der Kreistaste quasi aufhören kann. Wobei so Hochspringen eigentlich auch funktioniert. Und wir hatten ja schon diesen Kinnhaken, mit dem wir eigentlich auch gut Gegnern Damage machen können. Zusätzlich haben wir jetzt noch, wenn wir nochmal kreisen, mal so ein Board-Match da hinterher. Und ich könnte vielleicht sogar effizienter sein als dieser Dreieck, als dieser 3x3-Kombo, die ja irgendwie, wenn nicht immer so gut funktioniert. Aber jetzt sowieso nicht. Aber gut, spielen wir weiter. Und jetzt müssen wir uns ja konzentrieren, auch alles hinzubekommen, ne? Mal theoretisch könnte ich auch direkt über mein Krimi-Dinner anfangen zu reden, was ich jetzt gestern gemacht habe. Aber irgendwie fehlt mir das so gerade so ein bisschen die Muse. Deshalb, ja, werde ich das ein bisschen später machen. Ich will erstmal hier so noch in das Gameplay reinkommen. Konzeptgrafik haben wir schon mal freigeschaltet, was gut ist. Und ja, denken wir jetzt darüber reden, was jetzt gerade passiert ist, tue ich es nicht. Aber ich denke mal, ja, so eine gewisse Stream-Auszeichnung von Preselungen wird im Bizek online kommen. Und ich denke mal, das wird eure Fragen beantworten. Zu meinen kryptischen Beschreibungen, die ich euch jetzt gerade gebe. Oh Mann, ey. Natürlich wollen wir jetzt natürlich auch weiter und gucken, dass wir halt auch die ganzen Pokale bekommen. Aber wie gesagt, wenn ich es dann am Ende des Streams nicht habe, dann ist es halt so. Dann habt ihr halt so ein bisschen Pech, aber ist halt dann so. Aber ja. Hallo YouTube. Wir, ja, haben einfach Spaß mit dem Spiel und spielen das Spiel durch und nehmen so viel, wie wir können. Zumal ich auch nicht davon ausgehe, dass sie die ganzen Kostüme jetzt noch freischalten, die halt jetzt neu kommen. Ich hoffe halt, ich habe das Scorbarilla-Kostüm noch nicht freigeschaltet. Ich hoffe, ich werde das noch freischalten. Denn das ist für den Endboss sehr, sehr sinnvoll. Aber andernfalls, ja, können wir das ja, glaube ich, irgendwie... Wir kriegen das schon hin. Im zweiten Fall können wir das in Bonusräumen farmen. Ich muss jetzt wieder aufpassen auf die Toiletten, ne? Denn die, naja, habe ich ja auch beim letzten Mal irgendwie so ein bisschen gerne übersehen. Deshalb, ja, passen wir einfach mal auf. Die Voodoo-Hasi da hinten, die müssen noch ein bisschen warten. Wir gehen erstmal in die Bonusrunde. Und vielleicht gibt es die schon Scorbarilla. Ah, guck mal hier, perfekt. Das ist wohl dann die Bonusrunde, wo wir einen Scorbarilla farmen können. Na, vielleicht kriegen wir den jetzt auch schon, ne? Was muss ich machen? Gegner besiegen? Babo? So, jetzt müssen wir uns alle gewesen sein, sehr gut. Ey, keine Werbung. Ne, alles gut. Das ist Werbung. Ja, die ist okay. Dankeschön. Level abonnieren, Glocke aktivieren, Like da lassen, kommentieren. Weil das ist der Twitch-Link. Achso, ja, okay. Achso, für YouTube. Ah, okay, deshalb der Twitch-Link. Ja, okay, ja, finde ich gut. Weißt du, ich glaube, ich erreiche auf Twitch mehr Leute als auf YouTube. Das ist so die Beobachtung, die ich gemacht habe. So. Vielen Dank. So. Ich habe aber auch keine Toiletten übersehen, ich muss echt auf die Toiletten aufpassen. Freiheit.
auf seine Mögen. Er hat Mögen. Das Geschmack muss noch nicht vorbei sein. Ach, schade. Ich hatte gerade Angst. Das ist jetzt so eine Frage, die ich mir stelle. Würde er sich das nächste Woche nochmal dran wagen oder hat er es jetzt komplett abgebrochen? Ich glaube halt eher schon, er macht es jetzt gar nicht mehr. Aber häufig ist es aber bei ihm dann so, dass er dann irgendwie nochmal irgendwie ein bisschen zur Vernunft kommt, sagen wir einfach mal so. Und dann halt später nochmal wiederkommt. Alles klar, war ich jetzt zu gierig. Ja gut. Wir finden dann noch eine Gelegenheit, eine Kombo König zu machen. Ah, denk mal, er tut. Der ist ohnehin nicht Platin anstrebt. Ja, ne. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Fühlt sich fast schon so ein bisschen wie Lestern an, aber nee, das ist es nicht. Übrigens, diesen Baum hier, das hat Zuxel, glaube ich, in einem Let's Play mal gesagt, den sieht man in Crash Bandicoot 1 oder irgendwie sowas hier. Also ja, die haben hier schon gut Lore reingesteckt, was ich super finde. Das hat immer noch ein anderes Universum, aber so prinzipiell steckt hier gut Lore drin. Dort müssen jetzt gleich die Kämpfer kommen. Ja, in die Erfahrung setzt die Kombo mal nicht. Es wäre ärgerlich, wenn es eine 25er Kombo wäre, aber ich würde schon gerne nehmen, weil es dann leichter und lohne. Aber der hat mir nur einen Punkt gefehlt. Nur weil er Angst hatte, irgendwie an den Gegner ranzugehen, weil er halt eine Wolke beschworen hat, ne? Also da oben kommen jetzt gleich die Kämpfer. Aber die Kämpfer scheinen auch immer im Grimm leben. Das ist das erste Klo, hoffentlich das erste. Ja, ich meine mal. Ja, eben, genau. Oder ich gehe nochmal Leon besuchen. Nee. Aber wenn Leon dann Schäfle anmacht, dann muss er den Tobi einladen. Also warum klappt der Move gerade nicht? Jetzt gehe ich dann doch zum Board Slam über. Gut, der Kämpfer, liebe Leute. Oh, das ist eine interessante Kombo. Viereck, Dreieck, Viereck, okay. Viereck, Viereck, Dreieck, Viereck. Und langweilig, theoretisch wäre ich sogar interessiert daran, die Kämpfer zu haben, weil beim Uka-Uka-Boss-Kampf ist der Kämpfer eigentlich ziemlich gut, dass wir, wenn wir den one-punchen könnten. Mal gucken, wir, dass wir dahin, ob wir den bis dahin gelevelt haben. Ich glaube fast nicht, aber ja, mal gucken, ne? So, gelevelt im Sinne von ganz viel gepatscht. Also irgendwie mag ich den Kämpfer nicht. Der ist irgendwie schwer zu übernehmen und dann irgendwie auch, keine Ahnung, schwer mit dem irgendwas anzurichten. So, versuchen wir nochmal unsere Combo, ne? Oh, das fuck, das ist noch ein Kämpfer. Bitte bitte aufhören, das Gegenteil zu töten, danke schön. Wie kein Kombo-König. Ja, keine Ahnung. Ich hasse die Kombo-König immer noch.
Warte, ich will die Board Slam Combo machen. Irgendwie klappt die Combo gerade nicht. Rippin, Mann, Rippin doch! Oh, ich hasse diesen Kombo-König. Jetzt brauche ich ja auch nichts lang probieren. Der Kombo-König ist großer Schmutz. Deswegen herrscht der Mutanten besser. Warum diese Kombo nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Da bin ich. Ja, eigentlich erst, wenn ich gelandet bin, muss ich halt drücken, ne? Mir gelagt. Ist egal, wenn wir es nicht schaffen, aber ich würde es jetzt gerne schaffen. Mein Möhrchen und zwei Zwiebeln. Ja. Auf jeden Fall, wir haben ja auf jeden Fall gut. Ich habe auf jeden Fall ja Offcam gut Moto gesammelt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das maximal Level erreichen werden. Weil ich glaube, es war halt irgendwie so bei 1,1 Millionen irgendwie sowas. Okay, da sind nochmal viele Gegner. Da ist ein Klo. Danke, Nightbot. Crash, was machst du? Crash! Na, jetzt muss ich auch keinen Kombo-König farmen, wenn der eine Mutu sich schon tot ist. Weg mit dir. Kommt ihr noch irgendwas? Nö. Na, ihr kommt da, ne? Das ist ja auch nochmal eine gute Möglichkeit, hier nochmal irgendwas mal zu machen. Könnt ihr bitte aufhören, das Gegenteil zu töten? Dankeschön. Na ja, komm, nee, komm. Das ist mir jetzt nicht wert. Dann nehmen sie lieber hier die Moto-Punkte mit. Die ich hier von dieser wunderschönen Kugel bekomme. Dankeschön. Ja, vielleicht. Also wie gesagt, das hat der Tobi dann auch mal im Chat mal vorgeschlagen, dass da Tobi und ich einfach mal irgendwann mal auf dem Discord zusammenspielen. Und da darfst du dich dann auch gerne anschließen, wenn du das möchtest. Aber vorher, es gibt halt so viele Sachen, die ich irgendwie spielen muss, schon so, aber auch will, halt. Von daher, was mache ich hier? Ja, ja. Keine Ahnung, was das sollte. Ja, umso mehr übst, desto besser geht. Ich schaffe Bosse, für die ich 3 Tage brauchte zwischen dem ersten und vierten Try. Jetzt solltest du dich erstmal nochmal entscheiden, um nochmal anzufangen. Dann breche es nicht ab. Es leider. Ja, ich sag mal so. Wenn ich mich immer nochmal dazu entscheide, das Spiel nochmal anzufangen, ja, dann muss ein bisschen was passiert sein. So. Oh. Na, ah, ich hätte gerne die 35 schnell bekommen. Bei 40 35 die Kombo. Ah. Lag doch so, wenn wir die jetzt schon am Anfang nicht bekommen. Naja, ne, dann sinkt der Druck und so. Bitte schafft das doch wieder. Ich bin gestorben. Passiert mir mal nur noch.
einen Treffer aushält, jetzt hat man kein Leben mehr, ne? Keine Patschmaske. Aber er hat es übernehmen, ist halt echt nervig. Wir waren dir, wenn ich heute meinen Planet habe und du einen Star von mir bekommst. Nein, nee, sorry, nee, da bin ich nicht dabei. Weil glaube ich passiert zu schnell. Mann, mach doch den Aufgeladenen. Dankeschön. So, ich nehme ich doch mal dann direkt mit. Ja, was passiert? Hallo! Ich hasse diese Mistviecher. Ich hasse Quash. Ich hab wirklich das Gefühl, ich hab wirklich immer mehr das Gefühl, dass Quash für die Mutanten wirklich besser ist. Dass das Spiel wirklich so diesen Open-World-Faktor hat, der nicht optimal umgesetzt wurde, aber ansonsten halt ein gutes Spiel ist. Also besser als das hier. Meine Güte, mach doch mal den Angriff und triff ihn auch. Meine Güte, aufgeladen! Mach doch mal den dritten Move auch aufgeladen, du Penner! Aufgeladen, aufgeladen und bitte nochmal aufgeladen, dankeschön. Ich hasse diese... Was ist denn da für eine Scheiße? Mach doch mal deine Angriffe. Ich verstehe, warum Leon das Spiel scheiße findet. Warum sind das wieder vier? Machen wir lieber den Move, ne? So Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck. Das funktioniert viel besser und klappt eigentlich auch voll gut. Das Level kommt zu Ende, ne? Mann, triff ihn! Nein, hä? Warum hörst du mit der Combo auf? Mann, du Gute! Tut mir leid. Ich hatte diesen Kombo-König! Das Problem ist halt... Ich bin halt auch so ein bisschen angeschlagen von dem anderen Stream, den ich gerade geguckt habe. Das nehme ich gerade ein bisschen mit. Sorry, dass ich gerade laut geworden bin. So, neuer Versuch. Oh, das hat doch einfach nicht verstanden. Der hat einfach keinen Bock gehabt. Also die Kombo war einfach weg. Was ist denn da? Noch ein Save. Ich mach gleich ein Save State.
F3! Ich drück doch F3! Meine Güte! Ja, ich will die Kombo-Kür nicht jetzt haben, sorry. Naja, ist dann halt so. Der Stream ist egal, wie es klingt. Das fängt sich gleich wieder. Dagegen kann der auch nichts machen, wenn es leckt. Will noch genug Gegner bekommen. Jetzt müssen wir nur noch genug Gegner bekommen. Mann, ich schäme mich gerade schon wieder so, dass ich gerade wieder geschrien habe. Weil es komplett unnötig war. Es war einfach nur, keine Ahnung, haben wir einfach viel zu sehr gerade reingesteigert. Muss ich mich dafür schämen? Irgendwie braucht er gerade irgendwie so, keine Ahnung, so die Bestätigung, hey, ist okay. Ärgert sich so darüber. Aber das tue ich, gebe ich mir gerade selber schon, ne? Er seht jetzt schon kommen, dass jetzt genug Gegner spawnen. Dankeschön. Du lass Hasi dumm aussehen. Du Kriegstrommel. Jetzt du aufgeben. Au, 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 au. Oh, dankeschön. Tschüss. Kein Bock auf euch. Ich lasse es am Leben. Oh Mann. Handlanger-König, Spire-Bots und Kombo-König. Einfach 55. So viel zum Thema 45. Konzeptgrafiken, die ganzen Infos. Ja, wir haben Konzeptgrafiken. Was willst du sagen? Das sind halt immer nette Bilder, ne? Das ist ein nettes Bild, das ist ein nettes Bild, das ist ein nettes Bild. Guck gar nicht hin, nur einfach gar nicht hingucken. Das ist ein nettes Bild, das ist ein nettes Bild, das ist ein nettes Bild. Die Voodoo-Hasis. Du darfst ihnen niemals nach Mitternacht Möhren geben, Crash. Und sie dürfen auch nicht nass werden, glaub mir. Oh, fantastisch. Jetzt... Scharfe Kung-Fu-Clown-Kombos und die Kraft explosiver Winde. Irgendwas an dem letzten Satz klingt komisch. Genau, und jetzt hier nochmal den Beweis, dass alle Sachen geholt haben. Hier haben wir Gold. Aber hier hatten wir auf jeden Fall kein Gold beim letzten Mal, das erinnere mich noch. Hier habe ich Gold. Hier habe ich auch das Ratzapfen-Kostüm freigeschaltet. Hier habe ich den Macho-Kostüm, das habt ihr gerade schon gesehen. Dann haben wir hier noch Terror-Afro-Stink-Kostüm. Magmadon-Kostüm. Das Panzerfahrten-Kostüm haben wir noch nicht. Ich hoffe, wir kriegen noch Panzerfahrten im Spiel. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Rhino-Roller-Kostüm fehlt uns irgendwie noch. Squalor-Kostüm hatten wir ja damals auch nicht. Und das habe ich jetzt auch nachgeholt. Halloween-Kostüm hatten wir schon. Hier, die Kostüm haben wir von den Stachlern. Den Stecht-Kostüm habe ich noch nicht bekommen. Das finde ich auch interessant. So, mal kurz einen Blick in die Crash-Statistik. Warum ich da jetzt durchgescrollt bin, das weiß ich nicht. Aber ja, uns fehlen noch vier Upgrades. Mal gucken, ne? Episode 15. Calamity Will Horror. Calamity Will Horror. Gut. Ja, wir gleich noch Spaß. Kombo König. Und so weiter und so fort. Double.
Nagel mich so fest zu können. Boom! Da kommt 15, gönn. Oh. Aber hat die Kombo noch neu gestartet? Naja, gut. Ich habe jetzt noch nicht erwartet, dass ich irgendwas reißen kann, keine Sorge. Ja, ich würde wirklich sagen, wie gesagt, Kombo, diese drei Trophäendinger, die machen dieses Spiel auf jeden Fall kaputt. Mitunter. Weil die einfach nur frustrierend sind meistens. Weil man halt keine Kombo-König irgendwie scammen manchmal. Und die Gegner spawnen manchmal auch nicht. So. Templer will was reiten. Ja, Leon will es reiten. Habe ich das mit Reiten gerade gesagt? Benutzt die Skorparille, um alle Feinde zu besiegen, bevor die Zeit abläuft. Okay. Immer noch kein Skorparilla-Kostüm. Tipp, fall nicht runter. Okay. Finde ich ein guter Tipp. Danke, Spiel. Ich wünschte, ich könnte die patschen so ein bisschen. Wie auch nö! Sie verarschen? Ich bin doch nur vom Skorparilla abgestiegen. Ja, dann machen wir das einfach nochmal. Ich wollte nur Skorparilla farmen. Keine Sorge. Schön, dass die Dinger immer noch kaputt sind. Hallo! Ist da eine Mumperfrucht drin? Danke. Interessant. Ja, ich mag Beber und Stash-Kostüm haben wir noch nicht. Ich verwechsel noch Stachel und Stash, tut mir leid. Also nicht vom Aussehen so, sondern einfach von der Bezeichnung. Ich hab auch früher nicht Stachler, die Magma-Drohne mit Stachlern verwechselt. Einfach nur so nicht dran gedacht, dass die Stachler nicht in Lava laufen können. Die Kostüme haben wir ja schon von diesen Kollegen hier. Kann man irgendjemand gerne von euch hier, keine Ahnung, so eine. Fuck! Danke, danke, danke. Warte. Ich nehme hier so ein paar. Ich hoffe, ich bin mal mit, wenn ich gerade schon dabei bin. Ja, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Ja gut, ich hatte auch wieder eine Stelle gerade mit dem Panzer, mit dem Skorparilla, wo es dann einfach von allen eingekesselt war. Ich muss einfach häufiger halt Viereck drücken. Und halt nicht diesen Spezialangriff unbedingt machen. Ich war glaube ich hier schon am Anfang, ne?
Noch mal zwei, ne? Drehangriff abgewehrt. Jetzt müsste mein Drehangriff unendlich sein. Wenn ich mich nicht täusche. Können wir dann ja nach dem einfach mal kurz ausprobieren gleich, ne? Ich glaube, der müsste jetzt unendlich groß sein. Das gleiche soll dann irgendwie noch, also keine Driftzeit oder scheint einfach nur vergrößert. So, und dann nehme ich mal die Wumpa-Frucht mit. Okay, bin wieder nett. Willkommen zurück, Leon. Hi. Konntest du dich beruhigen? Ich hoffe doch. Aber ey, cool, dass du nochmal reinschaust, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt damit gerechnet. Ich bin gerade auch nochmal laut geworden. Eigentlich komplett unnötig, aber ist passiert. Aber jetzt wurde ich wieder beruhigt, dass wir jetzt nochmal kurz trotz. Nur mal so aus Interesse. Nächste Woche Madpoint oder nochmal Crash? komm, bitte gönn Kugel. Hey! Crash 4 Müffelt, Crash Titans Müffelt, Max Müffelt nicht Fräsen hart Fräsen Pay Tempel 32 Lick Lull. Quinch, wer Tempest Sombrero nicht hat. Dankeschön für deinen. Für den siebten Monat. Ja, ein bisschen müffelt es auch. Ich finde halt, also das Schlimmste für mich ist wirklich Kombo-König und Hardlanger-König hier. Also irgendwie ja, ja nächste Woche nochmal. Okay. Oh Mann, ey. Ich freue mich jetzt auf Metroid Prime Star. Nicht, weil ich mich auf das Spiel freue, sondern weil ich mich darauf freue, dass du gerade auf was Schöneres spielen kannst. Für dich schöner. Will ich mal kurz gucken? So, der müsste jetzt eigentlich unendlich lang sein. Außer es gibt noch ein Upgrade danach. Oh ne, der ist noch nicht unendlich lang. Dann mache ich erstmal die letzten Level. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Was ich tatsächlich noch fragen wollte, Leon. Hast du schon so eine Anpeilung, wann du deinen Dark Souls Bonus-Stream machen willst? Weil ich würde ja prinzipiell schon sehen wollen, ne? So ist es ja nicht. Ja, okay. Einfach nur. Ja. Das ist auch okay. Und, ja. Und ich hoffe, es ist okay für dich, dass ich geradet habe. Ich hab's dir einfach mal erlaubt. Übrigens, an der Stelle nochmal Dankeschön an. Dankeschön an xxcandy-world-17xx für den Follow, vorhin, als ich nicht gestreamt habe. Geil. Alles ist jetzt auch nicht so ganz schwer, zumindest. Ja, das ist schon angenehm. Man muss halt so ein bisschen das Gameplay nochmal so ein bisschen verinnerlichen. Auch der Umgang mit den ganzen Masken. Aber ja, so prinzipiell ist es angenehmer. Sag mal, Leon, du theoretisch kannst du mit toxischen Tunnel dann auch erstmal mit den nur drei Toten anfangen. Und dann halt, ja. Na. Und dann die Kisten als letztes.
Konzeptgrafik? Ich war. Ja, aber wie gesagt, vollverständlich. Du warst anderthalb Stunden, über anderthalb Stunden in diesem Level. Na, sagen wir anderthalb Stunden. Und dann fehlt eine Kiste, das ist halt einfach. Ja, ätzend. Auch wie gibt's hier Matcha? Was hab ich Matcha-Kostüm? Ah, schön, dass es dir wieder besser geht. Krass. Ich muss ja immer noch eine gestrige Folge gucken, ne? Fällt mir ein. Ich muss generell voll viel Sachen von dir gucken. Der Tobi hat halt gestern die ganze Zeit gestreamt und da kam ich zu nichts anderem. Ich will da nochmal zurück. Und natürlich Walking Dead, aber ich denke mal, das gönne ich mir heute wahrscheinlich alles heute Abend, während ich keine Resident Evil oder so spiele. Oder Ice Age. Resident Evil und Ice Age sind gerade die beiden Sachen. Aber jetzt bin ich bei Resident Evil 3, also ich spiele jetzt auf jeden Fall durch. Bin jetzt fast durch. Vielleicht noch mal zwei Sessions, je nachdem. Wenn du jetzt auch noch den. Wenn du jetzt auch noch den Hidden Gem in Tokyo schon finden würdest, das wäre einfach so gut. Ach, den wird er schon finden, wenn er es dann wieder spielt. Wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung. Jetzt sagen wir es ihm. Komm, hier gibt es halt bestimmt als Stoffmatscher. Wenn Tobi und jetzt Hollow Knight spielen, dann muss Leon einfach mitmachen. Ich glaube, das machen wir dann einfach mal so. Das ist ein Stinks. Stinks muss auch noch patchen, oder? Muss noch Stinks patchen? Ich glaube, die habe ich schon. Crash. Crash! So, Leons Lieblingskombo, die nicht immer gut funktioniert. Weiß er, dass ich diese Board Slam Combo schon besser finde, weil die funktioniert besser. Aber ich bin echt froh, dass ich dieses Spiel auch mal auf meinem Kanal bringe. Was hat es denn schon auf meinem Kanal? Aber das habe ich gelöscht vor zwei Wochen. Aber halt so klar, halt jetzt so mit meiner modernen Qualität und so weiter. Brauche ich noch ein paar Hasis? Dankeschön. Wobei, wir brauchen noch eine Toilette, ne? Toiletten haben wir noch gar nicht. Ja, gut, dann wird jetzt gleich noch was kommen. Boah, es wird so ätzend, wenn es die Toiletten übersehen hatte. Interessant, dass mein Angriff durchgekommen ist. Ich glaube, dann spiele ich jetzt wirklich so. Ja, tu das! Das ist eine gute Idee. Ich bin tot. Ah, cool. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade privat. Ich wollte über mein Krimi-Dinner reden, ne? Ich glaube, jetzt, wo alle da sind, da kann ich ja darüber reden. Also. Ich hatte gestern Krimi-Dinner, da geht es letztens darum, man isst halt zusammen, so drei Gänge. Und währenddessen kümmern wir uns halt so um einen Kriminalfall.
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Auf jeden Fall, ich wusste von Anfang an, dass ich der Mörder bin. Aber wirklich, jetzt wirklich darum. Aber es ging eigentlich auch trotz allem erst am Ende wirklich darum, wirklich dafür zu sorgen, dass ich nicht auffalle. Und ja. Ich. Helfe. Wie fing das Ganze an? Also ich hatte im Vorfeld quasi schon meine Rolle. Ich war so ein gepierster, tätowierter Koch. Sehr guter Koch. Und ja, so storybedingt, ja, es ist halt Silvesterabend. Um Mitternacht wird der Eigentümer halt tot aufgefunden. Und wir müssen herausfinden, was passiert ist. Und der Mörder muss es halt verhindern, dass er selbst halt ausfliegt. Genau, tätowieren mit gepierst ist dann auch schlimmer. Wie war das? Oh, hi. Genau. Auf jeden Fall, es gab dann halt so die Vorspeise. Und da hast du dann halt auch die erste Runde, wo wir dann halt... da hat halt jeder für seine eigene Rolle halt erfahren, was wir in der Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr gemacht haben. Und da hat halt jede Figur hat seine eigenen Infos halt bekommen. Und da mussten wir dann mal so drüber reden. Teilweise hat eine Person mitbekommen, was die andere Person so gemacht hat. So Schreie oder so. Und so weiter und so fort. Ich bin übrigens so schlecht gerade in dem Erklären, also tut mir leid. Oh Mann, ey. Oh. Was ist denn da passiert? Ah, sorry Leute, sorry. Wobei, eigentlich ist es besser, wenn ich das nicht komplett sage, ne? Weil jetzt spielte irgendwann dieses Kriminelle und dann wäre es so doof, wenn ich das alles verraten habe, ne? Aber so ein bisschen, ja. Letzten Endes war es irgendwie nur lustig, dass irgendwie alle mit allen Leuten irgendwie eine Affäre hatten. Das war auch sehr wild. Irgendwie. Sorry. Ich kann gerade irgendwie die Geschichte nicht nacherzählen und ich glaube, es ist auch... Oh, Kämpferkostüm. Und ich glaube, es ist auch gut, dass ich das nicht kann. Aber auf jeden Fall... Gab's halt dann irgendwann. Oh je, das war. Oh ja, das war bei uns auch der Fall. Genau, ihr habt dann nur zweite Runde mit zweiten Essen, dann gab's halt einen späteren Zeitraum. Und prinzipiell, was ich so an dem Tag gemacht habe, war halt so ein bisschen so: Ich habe einen Tag davor Hundefutter ins Essen gemischt, um den anderen Koch eins reinzuwischen. Aber letzten Endes ja, wurde ich dann deswegen zum Chef ernannt, weil ich dann erwischt wurde vom Chef und irgendwie hat der Eigentümer auch alle gefeuert und so, das ist ganz, ganz wild. Und naja, am Ende habe ich ihn halt vom Balkon geschubst. Gibt's noch? Also wo ist eigentlich ein Zugzeug, aber gibt's nicht, ne? Ja, Niklas, der Twilight Cheek, der hat rechtliche Probleme, musste das ausschalten, deswegen. Dass jeder mit jedem genudelt hat. Das war halt irgendwie sehr lustig. Genau, das Glück, coole war halt, ich hatte halt so in der letzten Runde halt Angst, dass mich irgendjemand darauf anspricht, was ich so gemacht habe in der letzten Stunde vor dem Mord. Und es hat so die ganze Zeit, hat mich keiner drauf angesprochen. Ich bin immer gut drauf eingestiegen, wenn andere geredet haben. Ich hab schon so ein bisschen mitgeredet, um nicht zu sehr aufzufallen. Und dann irgendwie so... Wurde ich dann irgendwann gefragt. Ich konnte viel die Wahrheit sagen. Und dann habe ich so zum Ende gesagt, ja, danach war ich auf dem Klo. Und musste halt meinen Stress runtermachen. Ich musste kacken. Und einfach, ich war gestresst, deswegen war ich auf dem Klo, um mir Wasser ins Gesicht zu machen. Und sowas halt, habe ich halt gesagt. Ich bin mal erstaunt, dass ich damit durchgekommen bin. Weil die haben dann nicht wirklich noch, die haben nicht einmal nachgefragt, okay, was ist so in den 15 Minuten, diese 15 Minuten, die waren, habe ich gesagt, ich war im Badezimmer. Und war okay, war einfach okay für die. Und naja, am Ende... Hat nur eine Person auf mich getippt, dass ich der Mörder war, aber halt auch aus einem komplett anderen Grund. Also von daher, ja. Bin ich fein raus und ja. Ja. Aber ist lustig. Ich hatte ja schon mal einen Krimi-Dinner. Da war ich auch der Mörder. Und da habe ich halt auch erst zum Schluss herausgefunden, in der letzten Runde, dass ich der Mörder bin. Aber ich war unschuldig. Weiß ich genauso ein bisschen wie, Dingenskirchen. Pen and Paper. Einfach mal ein bisschen aus dem rauskommen. Einfach mal eine Rolle spielen. Das ist eigentlich richtig cool. Oder halt mit allen Leuten googeln. Wie? Das erste Klo. Okay, jetzt bin ich ein bisschen beunruhigt. Ah gut, gucken wir mal, ne?
Und falls es um den Ausrufezeichen Zuxel Command geht, der ist, warte kurz mal, hier. Der ist hier noch drunter. Aber ja, ja. Mein Künstler ist nicht erreichbar quasi, hehe. Und deswegen habe ich das einfach hier so überdeckt mit diesem Ziel, was ich eigentlich sowieso ganz cool finde. Einfach so lange, ja, 100, für 100 Follower gibt es einen 8-Stunden-Stream. Wohl, ja. Ich habe mir überlegt, den 8-Stunden-Stream Domino 2009 zu gucken dann, aber das tue ich ja jetzt schon in 12 Tagen, Leute. Ja, das habe ich schon mal gehört. Gibt ja auch die Aussage, dass halt irgendwie... Also ist ja klar, je mehr Leute in einem Raum sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit schon bei 30 Leuten recht hoch, dass zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Und das ist halt auch irgendwie sehr interessant. Hier ist das zweite Klo und das dritte Klo kommt bestimmt auch am Ende. Ich glaub, danach würde ich einen Sub einlegen für mehr Emote-Slots. Aber ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt. Und das ist doch okay. Genauso wie ich auch von der ersten Auszahlung tatsächlich weit entfernt bin, weil wie ich jetzt herausgefunden habe, ist es für mich immer noch das 100-Euro-Limit, weil ich das ja per Banküberweisung mir zukommen lasse. Deshalb dauert das auch noch ein bisschen. Aber hey, wie gesagt, das ist doch. Ist ja nicht tragisch, ist alles nur, keine Ahnung, Bonus quasi. Und ich habe jetzt auch vom Startbonus bekommen, ne? Inflationsprämie. Ist nämlich so geil, ne? Ich bin als studentische Hilfskraft angestellt. Ja, deswegen habe ich ja die Inflationsprämie oder Energieauspauschal, weiß gerade gar nicht, was genau das eigentlich war, halt für Angestellte bekommen. Und dann halt noch für Tutor, logischerweise, ne? Also. Ich hab irgendwie gehört, Leon, dass das Geld ziemlich schnell überwiesen wird. Also keine Ahnung, hast du mal nachgeguckt, ob du das Geld schon hast? Ansonsten würde ich das vielleicht nachher mal tun. Bei mir ist es noch nicht da. Das hast du mir gesagt, Leon. Also du hast mir ja gesagt, dass du das gemacht hast und ja, dann wird ja auch genehmigt, weil... Jetzt gucke ich nochmal in meine Mails rein. Aber ja, das stand ja da, glaube ich, einfach schon direkt auf der Seite, ne? Ich hab alles, ne? Ja, doch, Kombo-König hatte ich auch. Nur 20, wow. Huber Buber. Huber Buber. Konzeptgrafiken, liebe Leute. Die Folge geht schon 49 Minuten. Verrückt. So. Wir kurz gucken hier. Ja, okay. Ne, es gibt noch ein Drehzeit-Upgrade auf jeden Fall. Das ist dann unendlich. Und Driftzeit? Keine Ahnung, wer ist an und Driftzeit-Upgrade. 75% abgeschlossen. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein Drehzeit-Upgrade. Aber es ist nett, dass das Spiel das so ein bisschen geheim hält an der Stelle. So. Kämpferkostüm direkt anziehen. Für den Uka-Uka-Bosskampf. Mua, ihr wollt das für den Uka-Uka-Bosskampf haben. Ne, Leon? Ich bin echt gespannt, wie der Uka-Uka-Bosskampf läuft. Also für den Nina-Bosskampf, da machst du mir gar keine Sorgen. Eigentlich. Aber halt der Uka-Uka-Bosskampf. Aber jetzt erstmal ein anderes Mal. Dieser Kack-Boss halt echt. Aber wieder Kämpferkostüm ist schon mal, ist schon mal ganz gut. Episode 16. Von Bäumen und Stämmen. Einklinken. Ich freue mich. Leon, ich freue mich so sehr auf unser Together irgendwann. Irgendwann, ne? Oh, Konzeptgrafik. Bei den Konzeptgrafik. Reine Roller müssen wir auch noch haben. Reine Roller müssen wir auch noch haben. Ja, und,
Bitte reicht das? Weil ich durfte jetzt nicht absteigen. Ich werde es hier mal nicht. Okay. Ich hasse es. Ich glaube, deswegen ist dieser Kreisruf viel besser. Man kann es aber. Er kann einfach auf, wenn der Kreis. Nein! Aber ich musste riskieren. Also, ich wurde vom Blitz getroffen. So, wir sind jetzt 20, der Kombo-König. Leider nicht. Ist hier dieses Klo irgendwie? Weil es kommt gleich, glaube ich, so eine Stelle, die genauso aussieht. Aua. Aber ja. Bleibt auf jeden Fall noch bis Uka-Uka hier. Danach könnt ihr gehen oder so. Nee, bleibt mal hier, danke. Nee, ist halt zu wenig. Das sind viele Gegner. Okay, ich mache jetzt den Fräse, Junge. Ich mache einen Safe State. Warte kurz mal. Aber nein, es tötet euch doch nicht gegenseitig. Das ist irgendwie komplett dämlich. Komm, das reicht doch jetzt bitte. Dankeschön. Ja, die einen Leute machen den Dennis, das macht den Friesen, Junge. So. Gut, Kombo-König haben wir schon mal. Ich hasse Kombo-König. Aber wir müssen halt weiter hoffen, dass wir alle Toiletten finden. Dann drüben ist die Toilette, sehr gut. Hier sind keine Leute mehr, ne? Also 1,1 Millionen ist die letzte Grenze auf jeden Fall auch nicht viel. Vielleicht waren es 1,3 Millionen. Oder 1,2. Drehangriff an. Genau, jetzt müsste der unendlich sein. Und das ist so eine Sache, die vermisse ich den Herrscher der Mutanten. Ey, wir müssen bald kein Mojo mehr sammeln. Na, wo, kommen noch Leute? Nö, okay. Das Kämpferkostüm trage ich, ne? Ja, ja, gut. Ich werde ganz bestimmt nicht vom Rhino-Roller wegwechseln. Der Rhino-Roller ist gut. Wir müssen nochmal nach Klo aufschalten. Das wäre ganz gut. Vielleicht ins Badezimmer gehen, meinte Macho, ja. Ich mag's, wenn Leute länger hier bleiben. Also, mir gesagt, Macho, cool, dass du. Naja, halt. Ein sehr häufiger Gast bist. Mich triggert es immer noch so ein bisschen, dass der Platz 2 der im Giftzauber jemand ist, der nur einmal hier war. Oh oh. Ja gut, wir wechseln mal. Vielleicht muss ich auch wechseln, damit der Typ da hinten überhaupt spawnt, ne? So, ich hätte gerne die Panzerpfand-Maske, die Panzerpfand-Kostüm. Wer hat doch Panzerpfand?
Was ist mit der Kamera gerade los? F1 ist Speicher und F3 ist LAN. Wen meinst du? Frage. Dich! Cool, dass du, keine Ahnung, wie jetzt so ein, ja, häufiges Gesicht hier bist. Auch bei Leon halt. Man kann Cutscene. Ich Cutscene nicht skippen können, ist so anstrengend. Ja, sollte mal, ich würde mal sagen, ich mach da hinten mal auf. Weil das ist eine Patschmaske. Weil wenn jetzt da Voodoo-Hasi spawnen, ne? Ah, die Wumpa Kombi leite ich mir. Na ja, komm, ciao. Ja. Hallo. Kann ich mal klirren? Komm, ich will mit, weil ich... Ich hab den einfach am Popo. Hallo! Aber wie gesagt, der Trick in dem Spiel ist da wirklich so ein bisschen Patschmasken und Kostüme. Weil häufig sind immer so Patschmasken in der Nähe versteckt. Hey, du bist bei mir! Hey, das ist echt. Ja. Hallo! Na, mal gucken. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele VIPs ich überhaupt frei habe noch. Ich glaube, ein paar sind auf jeden Fall noch. So, wir gehen weiter. Ich glaube, wir finden noch alle Toiletten. Allein Toilette brauchen wir noch. Gut. Eine Toilette wird noch kommen. Bei den Gegnern müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Man muss am Anfang einfach nur ein bisschen abwarten, da kommen halt neue Gegner. Man muss sich mal umbringen irgendwann. Es ist wirklich die Frage, ob man es wirklich muss oder manchmal einfach nur geduldig sein muss. Ja gut, dann haben wir so eine Arena, da wird jetzt nicht so klo sein. Hoffe ich. Ich glaube, ich habe 10, glaube ich. Oh. Ja, komm. Man kann unbegrenzt Mods verteilen, ne? Aber ja, VIP ist halt cooler als Mod, ne? Ja, den Typ kann ich nicht stunnen, aber wenn jetzt gleich irgendeiner von den Stinks da links neben mir auf mich. Gut ist halt, wer durchbricht Verteidigung. So. Jetzt bitte Voodoo-Hasis. Perfekt. Alter, so ein bisschen anstrengend, dass man halt einfach warten muss. Dass man halt hier ran kann. Ja, das ist mit den unbegrenzten Mods, das wusste ich sogar. Wo ist das letzte Klo? Hier auf jeden Fall nicht, ne? Die verarschen. Dann geh ich mal zum Tor, kommen noch ein paar Voodoo-Hasi drunter. Das ist ein Stinks.
Ja, nur Leute. Meine Güte, dreh dich doch mal. Er hätte sich auch unbegrenzt, glaube ich. Da können wir mal so ein bisschen rumwirbeln. Ja, alles funktioniert. Ah, da hat ein neuer Muto-Hasi, sehr gut. Tatsächlich. Da hat es gelohnt, hier zu warten. Ich glaube nicht mehr viele. Noch 5, okay. Komm, gönn Laune pure. Ja, sorry Leute, aber ich glaube dann noch die Schnette fehlt uns Laune. Ich hoffe, die kommt auch gleich. So, hab Essen. Was gibt's Schönes? Die hat keine Voodoo-Hasis. Komm, Voodoo-Hasis, kommt runter. Kroketten mit Pommes. Gemüsestäbchen. Sind auch Kroketten, also Leon. Nur halt mit Gemüse statt Kartoffeln. komm, ich brauche noch Voodoo-Hasis. Jetzt kommen danach noch welche, ich weiß es ja nicht, ne? Aber ich will es ja nicht riskieren, die Folge geht schon so lang, geht schon über eine Stunde. Aber das Boss-Level ist ja eigentlich recht kurz, ne? Oder das Bonus-Level, das können wir auch noch. Na komm, wir werden gleich noch Voodoo-Hasis kommen auf der Rutsche. Das Kloster auch, sehr gut. Das sind 1,2? Also ich glaube, das ist mehr als 1,2, oder? Aber jetzt letzte Upgrade, Leute. Komm, jetzt im Abschluss bitte noch das Gobarilla-Kostüm. Sehr schön. Dann jetzt hier das Kostüm noch. Ey, wir haben das Gabarella-Kostüm. Panzerfahrt-Kostüm, sehr gut. Sehr geil. Verarschen. Okay, wir haben die Gigantenkostüme. Und sehr gut. Stimmt, ich muss die Captains patchen. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen gefarmt gehabt. So ein bisschen halt. So, ich brauche jetzt auch. Ich geh einfach raus. Ich muss mir jetzt keine Mühe mehr machen, irgendwelche Sachen einzusammeln. So, raus, ja. So. Ich hätte jetzt gerne nur noch ein paar Voodoo-Hasis auf der Rutsche. Ja komm, da kommen noch welche los. Ja, da kommen gleich noch welche da oben. Also ich hoffe, ich brauche noch 5. Zumal ich auch recht lange jetzt auch da geschillt habe, ne? Ja, guck mal, da hinten sind welche. Ich hoffe, 5. Ansonsten muss ich es nochmal mit Selbstmord probieren. Ich spring mal hier in die Soße rein. Ich bin tatsächlich so ein bisschen auf die GTA-Folge gespannt, die du vorhin aufgenommen hast. Aber vielleicht passiert da was. Na gut. Wir haben alles König hier, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht. Ja. Also gerade für die Engine-Welt habe ich eine Stunde 40 gebraucht. Oder eine Stunde 44 und dem Dreh. Und jetzt sind wir schon bei einer Stunde 5. Also die Level sind einfach auch länger, ne? Weil Engine hat ja auch so ein paar kurze Level. Also mehr kurze Level, glaube ich. Und das sind alles irgendwie recht lange Level. Ich glaube nicht, dass das bald passiert. Ich Leon sollte sich eher Sorgen machen, wenn jemand mal eine Stunde in Mario Sonic X. Boogie, boogie.
Triangle-Upgrade ist jetzt unendlich lang. Konzeptgrafik, Skobarilla-Kostüm, Panzerfahnd-Kostüm, sind super, dass sie nicht mein Kostüm haben. Ja, also sagen wir mal, Stufe 3 Sub ist da hilfreich, weil man ja dann immer doppelte Kanalpunkte bekommt. Und, ja. Immer schön, Giften, Bits verschenken. Und sowas halt. Ist schön. Dieses Bild ist schön. Der Raum ist schön. Dieses Bild ist schön. Ich mag die Simpsons-Referenz, die sage ich sehr oft. Nämlich auch so ein bisschen an Herrscher der Mutanten. So, hier steht jetzt, glaube ich, auch unendlich, genau. Ich bin gespannt, was das letzte Upgrade sein wird. Gut, gehen wir direkt weiter. Episode 17. Dumm ist, wer dumm ist. Ich muss nochmal so an denken, dann bei diesem Übergang in das neue Level kurz stumm zu halten, weil da ist ja so ein neues Lesezeichen und so. Time Temple. Ja, auf jeden Fall. Wobei, dann muss man auch, ich glaube, manchmal gibt es die Kanalpunkte auch automatisch, aber man muss auch, ich glaube, ich kann den Kombo-König farmen, Leute, übrigens. Glaube ich, ja doch. Also, klar, aber einfach auf den raufballern gleich, mit dem Baller 4. Und dann, ja, kriegt man das halt. Also jetzt, dann gleich, hier jetzt noch nicht, klar, ne? Aber dann müssen wir auch mal die Kanalpunkte einsammeln, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie sehr man dafür gibt. Und irgendwie auch Kanalpunkte bekommt, bekommt auch wieder eine Belohnung, ja. Aber ich kann mir, glaube ich, nicht so ganz vorstellen, dass sie dann halt doch gar noch höher wird. Ich liebe den unendlichen Wirbel. Ich liebe ihn. Warte, ich mach mal den Move hier. Vier, vier, Dreieck. Weil die Dreiecks-Moves, die durchbrechen auch immer eine Verteidigung. Von daher. Ist das eigentlich sogar besser als die Dreiecks kommen? Auf jeden Fall, das ist ein Elektrik hier. Der ist halt auch so ein Schießer. Punkt. Die Missexplosion ist ein bisschen anders. Aber prinzipiell ist es auch ein Schießer. Also, der X-Move ist halt kein, ja, mehrere Ziele anvisieren, sondern einfach so ein Himmelsregen. Wenn du da auf Subben gehst, also ich glaube, du musstest. Also, wenn man da auf Subben will, du bist gerade ein Sub. Aber du kannst da trotzdem irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Gift-Sub, was du hast, glaube ich, ne? Also, prinzipiell kannst du da unten irgendwie auf Subs gehen, da kann man halt Stufe 1, 2, 3 auswählen, da kann man ja auch anwählen, ein Sub verschenken, random, kann man ja dann auch da anwählen. Und da kann man das halt dann anwählen. Aber ja, genau. Also man kann es da halt dann unten, also unterm Stream gibt es da dieses Sub-Ding und da kann man verschiedene Sachen anwählen. Aber Stufe 3 habe ich komplett. Keine Ahnung. Habe ich da irgendein Emote drin? Ich will da irgendwie so ein Emote irgendwas reinmachen, was halt jetzt nicht unbedingt begehrt ist, aber halt ich will den Slot füllen. Das ist mir irgendwie wichtig. Deswegen habe ich ja bei den Sub-Emotes jetzt, bei den Bit-Emotes, ja, das ist so, dass alles Templar Sombrero ist, aber in verschiedenen Ausführungen. Also ich würde das Templar Silber vielleicht nochmal entweder entfernen oder verändern, weil ich finde das nicht so schön. Aber das Templar Gold finde ich von der Farbe sehr gut. Genau, wo ich es jedenfalls meinte, man könnte ja mal Kombo-König farmen, einfach die ganze Zeit auf den raufballern. Wobei, funktioniert vielleicht auch nicht so gut.
So, das zweite Klo. So, Modus ist komplett egal, ja, das ist die letzte Stufe und dann muss auch kein Geld mehr sammeln. Schocktherapie. Patsche Elektrik-Key und zerstöre 8 Bomben. Ja, gut. Oh, Mann, Mann. Oh. Hier ist eine Bombe, genau. Das Auto-Aim-Punkt sind eigentlich ziemlich gut. Da kann man sich nicht beschweren. Noch 2 Bomben. Sind die beide? Ich... Nee. Ist ja irgendwo eine Bombe. Hier so, irgendwo. Ich hör sie doch schon, so. Ah, hier. Fies. So, nehmen wir mal den Rhino-Roller hier noch mit. Weil, ich habe das Rhino-Roller-Kostüm noch nicht. Ist natürlich keine 1,2 Millionen, ne? 1.205.000 vielleicht. Das ist eine interessante Zahl auf jeden Fall. Aber sieht nach 205.000 aus. Machen wir mal das hier. Kann der vielleicht auch gar nicht Korn blocken? Kann glaube ich auch sein. Ja. Jedenfalls, beim Krimi-Dinner habe ich mit der Frau des Chefs geknattert. Fand ich gut. Aber es ging nie um Liebe. Es ging nie um Liebe, sondern nur um den Spaß. Das ist ganz wichtig. Das ist 1.205.000. Wilde Zahl auf jeden Fall. Aber ja, das Off-Cam-Discord-Spielen war dafür auch auf jeden Fall gut. Und wenn man bekommt, ist halt einfach, wenn man halt 100% sowieso macht. Das ist also auch das letzte Klo gleich. Oh, und die Konzeptgrafik. Die gibt's ja auch noch. Was haben wir nicht alle Voodoo-Hasis? Ich glaube, beim Bosskampf gibt's auch noch Voodoo-Hasis, aber im meisten sein. Also, ich glaube, ich muss vielleicht auch pokern, dass es im Bosskampf Voodoo-Hasis gibt. Okay, Leute, möge der Rage beginnen. Ich werde sogar von One, ich werde ihn sowas von One-Hitten. Ihr kleinen Insekten habt es tatsächlich geschafft. Tja, als Belohnung gibt's was Leckeres für euch. Nein, das ist bestimmt nichts Essbares, Crash. Eher das Gegenteil. Ja, sehr das Gegenteil. Sag mal, Crash, erinnerst du dich an den Evolvo-Strahl? Mal sehen, was passiert, wenn ich den Evolvo-Strahl an mir selbst benutze. Es gibt dir das im Voodoo-Hasis. Ja, jeden Voodoo-Hasi, sehr gut. Mutantenverstärkung, sofort rein da! Sonst hau ich euch gegen das Schlüsselbein! Was? Ja, der ist schon der Riesendrecks-Move, ich erinnere mich. Ich glaube, ich will direkt zum Stachler wechseln, muss das jetzt zugeben. Ja. Er ist zum Ding nicht durch, ne? Ja.
Aber ja, der hat so ein schöner, konzentrierter Schlag mit dem, das killt ihn direkt. Ich wollte. Hier. Ja, wir gucken gleich mal in Select rein, sorry, das habe ich jetzt gerade ein bisschen ignoriert, dass wir das mehr machen sollten. Gleitdauer-Upgrade. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wenig gleiten kann, aber gut. Okay, ja. Ja, das ist bitte nur. Ja, es sind noch so viele Gegner. Triff ihn nochmal. Er ist auf jeden Fall der schwierigste Kampf des Spiels. Dankeschön. Dann gucken wir jetzt mal auf Select. Uka Uka ist ein super Schläger und kann halt ballern. Optische Explosion mit dem linken Stick zielen, okay. Leber mit Zwiebeln, geil. Würde ich mal gut folgen. So, Runde 3. Ich hätte gerne Mutanten, so. Also dich jetzt vielleicht nicht, aber naja, ne. Ja, ist gut, danke, Uka. Ich bin noch nicht gestorben. Also jetzt schon, ne? Aber ich wollte gerade sagen, ich bin noch nicht gestorben. Ja, die Elektrik ist scheiße. Nehmen wir den hier. Ah ja, das war nicht gut. Ja. Ja, auch gerade kein Körper. Meine Güte! Diese Gegner ab von mir. So, komm bitte. Fuck, kann ich ihn so? Na komm. Er macht eine Kanone. Danke, schnell darauf. Ja, keine Ahnung, easy, ne? Glaubt ihr, hättet mich besiegt? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Nina wird schon bald den Roboter starten und dann ist die Wumpa-Insel verloren. Du Monster! Nina braucht deine süße Schwester da nicht mehr, also ist die auch erledigt. Ich lache zuletzt. Ich lache zur Sicherheit jetzt schon mal. Schnell, Crash. Wir müssen sofort zum Roboter. Ich kann Coco spüren, also bringe ich uns so nah wie möglich ran. Mach dich bereit. So nah wie möglich, naja. Die Teleport ist voll weird, also das gibt irgendwie keinen Sinn. Also nicht, dass er das kann, aber dass er das dann sinnvoll nutzt. Nicht nur Akku. Auch Coco. Du schrecklich undankbares Kind. Damit kommst du nicht durch. Ach, wirklich? Und warum? Ich sag dir warum. Das ist meine Festung und das da ist mein Roboter und...
interessanter Stereo-Sound. Oder ist es schon Surround? Ja, Stereo, ne? Akku mich jetzt nicht mehr aufhalten. Mein Dominator ist fast fertig. Und wenn er die Wumperinsel zerstört, darfst du nicht mal zusehen. Oh, ich sehe doch so gern, wie was kaputt geht. Du bist schrecklich. Danke. Ihren Onkel. Ihren Onkel. Wir wollen hier politisch korrekt bleiben. Was war der Kombo-König hier? Wahrscheinlich was nie. 30 sogar, ja. Aber es ist halt, ja. Ja. Mit Cheats einfach, ne? Elektrik-Info, Motorraum nochmal spielen, Konzeptgrafik. Uka-Uka-Info. Meine Nichte. Du musst etwas tun. Denk nach, Cortex, denk. So, Konzeptgrafiken. Hübsch. Nicht so hübsch. Das erinnert mich gerade an Medieval. Das an, ist doch 1 zu 1 Mecha Bandicoot in Twin Sanity. Oh, Masken. Krass. Noch mehr Masken, okay. Ah, da muss ich mir mal so ein... Leon, du weißt genau, an welches Bild ich jetzt denken muss. Ich will jetzt auch nicht weiter, lassen oder direkt vom Himmel holen kann. Uka, mein dämlicher Bruder hat magisches Tiki-Mocho mit Cortex-Wissenschaft kombiniert, um sich selbst zu mutieren. Es tut mir weh, mit so jemandem verwandt zu sein. Rein hier, ihr Idioten, bevor ich euch einen neuen Bauchnabel verpasse. Hör auf, meine Pläne zu ruinieren. Ich habe den ganzen Tag daran gesessen. Hör auf, Crash zu helfen. Es ist wichtig, dass du aufhörst. Hör auf, meinen bösen Plan zu ruinieren. Jetzt bin ich sticksauer. Ich bin einfach zu gern so fies. Rein hier, ihr Idioten, bevor ich euch einen neuen Bauchnabel verpasse. Zwei Reifen. Ist aber quasi mehr oder weniger drei aktuell, ne? Aber 2 ist eigentlich schon. 2 ist okay, nicht wahr, Leon? Hör auf, meine Pläne. Ja, gut. Was fehlt denn jetzt noch? Elektriki ist 50 Patschen. Einfach nochmal kurz einen Überblick. Wir haben nicht genug Voodoo-Hasis gekillt, leider. Das ist doof. Weil die kommen nicht mehr. Spoiler. Elektrikis wissen wir noch. Elektrikis, Rhino-Roller, ja, und die beiden hier halt, ne? Ganz am Anfang. Vielleicht, je nachdem wie es am Ende aussieht, grinden wir nochmal ein bisschen was zusammen. Ich würde gerne das Scoparilla-Kostüm für die nächste Folge schon mal anziehen. Ich glaube, wir brauchen das noch nicht in den anderen Kapiteln, aber ich will jetzt einfach nur noch das anhaben. Ich will ja nicht die ganze Zeit cheaten, ne? Nur beim Bosskampf dann wieder. Der Scoparilla. Ah, das ist falsch. Wenn ich Quest zwar original fällt, aber kann es erst nichts anfangen. Ja. Komplett richtig. Gut, meine Leute, das wär's jetzt aber für diese wunderschöne Folge auf YouTube. Ja, bis zur nächsten Folge, die dann noch die letzte Folge sein wird, ne? Bis dann und ciao.